Something tells me I've been dreaming of someone who was never real. It seems I've changed a thousand ways. I wish I looked the way I feel. Break me. My life gets complicated. Boyfriend. Don't wanna talk about it. Teenage. I'll work it out in the end. Brave faith. My life gets complicated. Boyfriend. Don't wanna talk about it. Teenage. I'll work it out in the end. Brave faith. Erster Trip über den Ozean und ich reise vollkommen allein. Und was ist mit Mr. Rosenberg und der Rest unserer Gruppe? Ja, ich weiß, aber... Und wir zwei werden dort bei meinen Großeltern übernachten. Ja, aber ich fühle mich trotzdem unglaublich frei, denn immerhin sind meine Eltern nicht dabei. Arrivederci, Elford! Nimm dich in Acht, Rom! Wir kommen! Oh je... Vielleicht erkenne ich die beiden gar nicht mehr wieder. Maria! Mia bella nipotina! Hallo, Nonna! Willkommen in Roma! Hallo, Nonno! Du bist aber ein großes Mädchen geworden und das ist bestimmt deine Freundin. Ja, Sharon! Herzlich willkommen! Danke! Na kommt, wir gehen los! Stimmt was nicht? In meiner Gastfamilie sind die Kinder Fußballspieler. Das ist doch wohl kein Problem, oder? Nein, aber die haben gerade ein wichtiges Spiel und die ganze Familie wollte dabei sein. In Florenz. Oh. Und Mr. Rosenberg findet keine andere Übernachtungsmöglichkeit für mich. Nonna, habt ihr auch noch Platz für meinen Freund? Ist er etwa dein, fester Freund? Nein! Er ist mehr sowas wie eine gute Freundin, nur dass er außerdem noch ein Junge ist. Nein, kein Platz. Scusi, un momento. Ho detto se non può restare qui. Ho detto di sì. Großvater ist ziemlich streng. Du warst ganz schön empört, als er mich für deinen festen Freund gehalten hat. Psst. Ich will hören, was sie sagen. In casa mia, no. Können die nicht irgendwie langsamer streiten? In casa mia, sì. Du wohnst auch bei uns. Danke. Ich werde Ihnen auch bestimmt nicht zur Last fallen. Avanti! Ich verlasse mich auf dich. Du wirst dich bei meinen Großeltern gut benehmen, okay? Ja, natürlich. Pfadfinder-Ehrenwort. Nein, darauf falle ich nicht rein. Ich weiß nämlich genau, dass du niemals bei den Pfadfindern warst. Genauso habe ich mir das erträumt. Bellissima! Ja, nette Hütte. Nonno zeigt euch, wo ihr schlaft und ich kümmere mich ums Essen. Nein, warte, du wirst hier auf dem Sofa schlafen. Cool, direkt neben dem Fernseher, mein absolutes Lieblingsmöbelstück. Brock gibt sich wirklich sehr viel Mühe. Ich kann nur hoffen, dass er das auch durchhält. Wow, in diesem Zimmer ist meine Mom aufgewachsen. Also, ich finde, hier kann man es wirklich eine Weile aushalten. Aber hier wirkt alles so wie aus dem vorigen Jahrhundert. Ist dir kalt? Nein, mein Outfit ist für hier zu gewagt. Und ich will nicht die Gefühle der beiden verletzen. Ich glaube, das kannst du gar nicht. Die werden dich hier eine ganze Woche lang verwöhnen und dich so lange füttern, bis du platzt. Meine erste authentische italienische Mahlzeit und ich bin molto pappsatt. Oh, das bin ich auch. Also, das sind die besten Spaghetti, die ich je gegessen habe. Grazie. Allora, da quanto tempo habitate in questa capra?
Okay, was habe ich gerade gesagt? Du hast eben gefragt, wie lange wohnt er schon in dieser wundervollen Ziege? Also, verratet mir doch mal, was ihr so macht, wenn ihr Kinder in Amerika mal frei habt. Unser Freund Brock spielt in einer Rockband und Maria managt... Au! Oh. Kümmern wir uns um das Geschirr? Ich werde euch helfen. Nein, wirst du nicht, weil das nämlich Frauenarbeit ist. Aber meine Brüder müssen auch immer mithelfen. Hier verstößt du was aber gegen die Tradition. Lass nur, Nonna, wir schaffen das allein. Hey, warum hast du mich getreten? Die sollen nicht wissen, dass ich eine Rockband manage. Aber wieso denn nicht? Weil ihnen das nicht gefallen würde. Woher willst du das wissen? Sie sind so freund. Aber das waren die besten Spaghetti der ganzen Welt. Eine Schürze für dich. Und auch noch eine Schürze für dich. Scusi, Nonna. Die haben hier wohl noch nie was von der Frauenbewegung gehört. Keine Ahnung. Aber ich würde niemals fremde Traditionen in Frage stellen. Komme mit, Barocke. Wir beide spielen Boccia. Ciao, Bambinas. Und vergesst mir gar nicht die Schüsseln. Na schön, dann freuen wir uns mal auf unseren ersten gemeinsamen, authentischen italienischen Abwasch. Endlich losgehen? Wow! Maria Wong hat ein Sommerkleid? Das gehört meiner Cousine. Sie hat's hier vergessen. Gehen wir jetzt endlich? Wir treffen unsere Gruppe in 10 Minuten. Kriege ich einen Abzug davon? Jetzt europäisch aus? Keine Ahnung, dein halbes Gesicht ist weg. Langsam glaube ich, die beiden haben Brock ziemlich gern. Warum auch nicht? Er ist ja auch ein sehr netter Kerl. Ja, was sagt man dazu? Den nächsten Ausflug machen wir aber ohne deine Großeltern, ja? Die beiden nerven doch überhaupt nicht. Und ich war so lange nicht mehr mit ihnen zusammen. Oh, hier, mach mal ein Foto. Beeil dich, bevor ich mein Gleichgewicht verliere! Nein, hier drin darf man nicht fotografieren. Danke. Glück gehabt, das wäre beinahe schief gegangen. Oh nein! Das Ding muss doch irgendwie ausgehen. Wow, du hast eine echt coole Sonnenbrille. Ja, und die brauchst du ja wohl auch für deine Blitzlichtgewitter. Ich habe mich doch schon 100 Mal entschuldigt. Marcello, das ist meine Enkeltochter Maria und das sind ihre Freunde. Buongiorno. Marcello wohnt gleich neben uns. Und deshalb kommen wir jede Woche hierher und er gibt uns jedes Mal ein extra Biscotti. Hi, Marcello. Buongiorno. Ich mag deine, wie er sagt, Sonnenbrille. Sieht aus wie Filmstar. Danke, ich meine, grazie. Marcello, 5 Granite, per favore. Granite? Was ist das? Ein Dessert, gemacht von Speiseeis. Das ist eine Spezialität aus Italien. Das klingt ja verlockend. Denn ich liebe Italia und alles, was aus Italia stammt. Und dieses italienische Dessert wird bestimmt doppelt lecker, weil es mir von dir... Ich meine, weil es, italienisch ist. Dann bekommst du von mir eine extra Portion. Hoppla, ich habe meinen Löffel fallen lassen. Hilf mir, ihn wiederzufinden. Würdest du bitte aufhören, mit dem Kellner zu flirten? Ich habe doch kaum mit ihm geredet. Aber meine Großeltern denken jetzt, dass wir auf Jungssuche sind. Ich habe ihn gefunden. Für die bella Signorina. Grazie. Oh, so viel frisches Gemüse. Ich dachte, Nonna und Nonno freuen sich darüber. Das ist ganz lieb von dir. Oder etwa nicht, Maria? Doch, total. Wir fahren zur Via del Corso. Willst du mitkommen?
Ich habe Nonno versprochen, ich helfe ihm heute beim Tomaten anpflanzen. Na, wenn das so ist, wir würden niemals dein Ehrenwort in Frage stellen. Und wo gehen wir jetzt hin? Zu den Bädern von Caracalla? Aber die Katakomben von San Callisto sollen auch wirklich ganz doll... Oh, wir fahren lieber schnell wieder zurück. Ich bin gleich mit Nonna zum Backen verabredet. Aber ich muss noch ein Geschenk für Josh finden. Dafür haben wir auch morgen noch Zeit. Ja, du hast recht. Questa la vita. Dein Italienisch ist wirklich bezauberhaft, Signorina. Grazie. Ich bin Paolo und das ist mein lieber Freund Antonio. Und ich bin Sharon und das ist mia amica Maria. Maria, Sharon, dürfen wir bei euch sein? Nein, natürlich. Ich glaube ja nicht. Wir sind gleich wieder bei euch. Was habe ich denn jetzt wieder falsch gemacht? Du hast sie aufgefordert, sich zu uns zu setzen. Das habe ich gar nicht. Die haben uns doch gefragt. Und außerdem wirken sie auf mich ganz nett. Deswegen müssen wir nicht gleich ein Date mit ihnen haben. Das war ja auch nie meine Absicht. Aber wir hätten noch kurz mit ihnen zusammensitzen können. Von mir aus, aber bitte nur kurz. Ich will nämlich bald nach Hause. Ich glaube, du hast sie verscheucht. Sie sind weg. Ja. Ja. Und zwar mit unseren beiden Tüten. Was? Oh nein! Hey! Die kriegen wir. Los, schnell! Hey, kommt sofort zurück, ihr Liebe! Und ich habe noch gesagt, die sind bestimmt links abgebogen. Ja, aber das links war eine Sackgasse. Das alles wäre nie passiert, wenn du nicht mit diesem Typen geflirtet hättest. Was? Nur weil du wolltest, dass wir beide reingehen, konnten sie uns unsere Taschen überhaupt klauen. Sag mir lieber, wie es jetzt weitergehen soll. Wir laufen nach Hause. Aber das ist so weit weg. Und hier ist es irgendwie ziemlich eklig. Ja, das weiß ich, aber wir haben ja kein Geld mehr für den Bus. Wir können also nicht mal deine Großeltern anrufen, damit sie uns abholen? Genau, uns bleibt keine Wahl. Vielen Dank für deine Hilfe, Barocke. War mir ein Vergnügen, Nonno. Wo sind denn Maria und Sharon? Sie sind noch nicht wieder aufgetaucht. Ich hoffe, sie sind pünktlich zum Abendbrot zurück. Die sind bestimmt immer noch shoppen. Ich kümmere mich darum. Na, Alter, weißt du, wo Maria und Sharon sind? Mm-mm. Die zwei müssten längst von der Via del Corso wieder zurück sein. Dann suchen wir sie. Na. Also, ich weiß nicht, Maria. Hier kommt mir so gar nichts bekannt vor. Oh, ja, ich fürchte, wir haben uns verlaufen. Ich habe einen tollen Stadtplan gehabt. Aber der wurde ja auch geklaut. Genauso wie dein Übersetzungsgerät. Doch das wird hier ganz bestimmt niemand vermissen. Bitte umklammer mich nicht so doll. Ich habe einfach Angst vor den Bodenwellen hier. Wir wären wieder bei deinen Großeltern. Ja, wir hätten dort bleiben sollen. Aber du wolltest ja unbedingt einen Bummel durch Rom machen. Wir sind zum ersten Mal verreist und alles, was du willst, ist nur zu Hause bleiben? Was gibt's daran auszusetzen? Ein fremdes Land lernt man am besten kennen, wenn man so wie die Einheimischen lebt. Ich glaube kaum, dass alle Römer bloß zu Hause rumhocken und Pasta kochen. Ja, aber sie fallen auch nicht von Treppen, werden nicht aus Museen geworfen und stellen nicht ihre Freunde vor der Familie bloß. Ich wollte auf dieser Reise doch einfach bloß Spaß haben und ich habe gedacht, das wolltest du auch. Hast du dir mal überlegt, dass Spaß zu haben für mich etwas vollkommen anderes bedeutet als für dich? Aber ich habe gedacht... Ich hätte nie gedacht, dass ich mich mal so freuen würde, dich zu sehen, auch wenn du einen rosa Helm trägst. Ich stehe zum weiblichen Anteil meiner Persönlichkeit. Und ich bin froh, wir haben euch gefunden. Jetzt schieben wir das Motorrad gemeinsam zurück, oder nicht? Nein. Ihr zwei nehmt das Motorrad und Brock läuft mit mir nach Hause. Okay? Nichts lieber als das. Gut an mir festhalten. Hier überall gibt's gefährliche Bodenwellen. Das war so ziemlich genau das, wovon ich geträumt hatte. Aber wie konnte ich mich perfetto fühlen, wenn meine beste Freundin und ich uns gerade gestritten hatten? Mein kleiner Schmusekater.
Oh, bitte bleib bei mir. Hi. Ciao. Wo sind deine Freunde? Die haben sich einfach verdrückt, bevor ich aufgewacht bin. Und du bist traurig darüber? Naja, wir werden morgen wieder abreisen und Maria und ich sind immer noch sauer aufeinander. Du dürfe nicht traurig sein. Verbring einfach den letzten Tag mit mir. Okay, warum nicht? Ich verstehe nicht, warum sie immer so unbescheiden ist. Warum muss sie eigentlich immer alles auf einmal haben? Wahrscheinlich ist sie einfach von Rom überwältigt. Und sie ist ja bloß eine Woche lang hier. Kann schon sein. Vielleicht bin ich ihr gegenüber ungerecht, aber du bist auch nur eine Woche hier und kommst mit allem zurecht. Ich habe ja auch nichts verpasst. Ich habe alles gemacht, worauf ich Lust hatte. Was ist denn? Guck mal, da drüben kommt der Papst. Ah ja, das ist also der Trevi-Brunnen. Ah, bellissima. Sieh. Es heißt, wenn man eine Münze hineinschmeißt, dann kehrt man irgendwann wieder nach Roma zurück. La bocca della verità, der Mund der Wahrheit. Es heißt, wenn man seine rechte Hand da reinsteckt und eine Lüge erzählt, dann wird der Mund zuschnappen. Ja, nee, ist schon klar. Hast du Angst? Guck mal, da drüben kommt der Papst. Ich habe heute einen ganz wunderbaren Tag gehabt. Und mir ging es genauso. Was habt ihr mit Maria gemacht? Ist sie immer noch weg? Sag mir die Wahrheit, könntest du mit sowas herumlaufen? Selbstverständlich. Schon 9:45? Ich wollte doch schon um 9 zu Hause sein. Oh je, meine Großeltern werden mich umbringen. Es tut uns leid, wo habt ihr gesteckt? Wir waren beide shoppen und dabei haben wir die Zeit... Wir haben schon gedacht, euch wäre etwas zugestoßen. Lo sapeva che questo sarebbe successo. Was hat er gerade gesagt? Er wusste, dass sowas passiert. Oh nein, ich bin ziemlich schmerzempfindlich. Ah! In casa mia, no! Ich bin wirklich sehr enttäuscht von dir, Maria. Die blonde Hexe hat dich schlimm beeinflusst. Solche Freunde sollte man zur Hölle schicken. Sie hat sich mit Marcello geküsst, einen Jungen, den sie kaum kennt. Aber ich kenne Sharon. Und wenn sie jemanden küsst, dann nur, weil sie ihn wirklich lieb hat. Maria, wie kannst du es wagen, mein Urteil zu bezweifeln? Naja, ich weiß einfach, dass Sharon meine beste Freundin ist und niemand kennt sie so gut wie ich. Sie hat ein großes Herz und sie kämpft für alles, woran sie glaubt. Eins steht fest, ich möchte nicht mehr ohne sie leben. Egal, ob sie mich beim Basketballspiel anfeuert oder mit mir Plakate für die Rockband klebt, die ich manage. Du spielst Basketball? Und du managst sowas wie eine Rockband? Ja, Nonna. Und darüber hinaus trage ich zu Hause niemals sowas wie Kleider. Ja, und deshalb bist du im Grunde genauso wie deine Mama. Wirklich? Die war auch immer viel unterwegs und sie stand auf laute Rockmusik. Und trotzdem hat sie ihren Weg gemacht. Und ihre Tochter wird auch ihren Weg machen. Es tut mir leid, dass ich dir Vorwürfe gemacht habe, Sharon. Nein, das verstehe ich schon. Du treibst dich mit meiner Maria in Rom. Ja, aber wir haben doch überhaupt nichts Unrechtes getan. Das Apema che questo sarebbe successo. In casa mia, no! Okay, es tut mir wirklich leid, wenn ich in dieser Woche etwas übertrieben haben sollte. Nein, ich habe es übertrieben und es tut mir unheimlich leid. Sag mal, du hast Marcello doch nicht wirklich geküsst, oder? Wie war's? Perfetto. Und wie war's mit dir und Brock? Sag ja nicht, da war nichts, denn das glaubt dir sowieso keiner. Ich könnte mir vorstellen, mit ihm irgendwann zusammenzukommen. Ah, ihr beide liebt euch, ich hab's immer gewusst. Würdest dir vielleicht was ausmachen, das eine Weile für dich zu behalten? Ich glaub schon. Hey! Schade eigentlich. Jetzt sitzen wir hier und sind auf dem Weg, die romantischste Hauptstadt der Welt zu verlassen. Ja, vielleicht. Aber Erkfurt kann auch ziemlich romantisch sein. Im Ernst? Ehrenwort.
Mach nur weiter, ignoriert mich einfach. Und wie war's? Perfetto! Unsere Reise ging viel zu schnell vorbei. Und ich fragte mich, ob mir Elkford jetzt vollkommen anders vorkommen würde, nachdem ich so weit weg war. Wenn auch nur für knapp eine Woche. Aber eines wusste ich mit absoluter Sicherheit. Auf dem Trevi-Brunnen war Verlass. Und deshalb würde ich ganz bestimmt wieder nach Rom zurückkehren.